und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht heute um die Grundlagen. Die Grundlagen, wenn ich mit der Hand aufs Herz Technik starte, sind erstmal unsere zwei Hände. Also in diesem Fall meine Hände, bei dir zu Hause deine Hände. Und die Stelle, wo das Herz ist. Das sind schon mal die beiden Eingangsvoraussetzungen, die sollten wir unbedingt mitbringen, wenn wir mit dieser Technik arbeiten wollen. Dann das Problem. Also, das heißt, wir brauchen eine Überlegung. Was wollen wir überhaupt? Wollen wir überhaupt uns unseren Problemen nähern? Also haben wir Probleme, von denen wir denken, wir könnten sie mal bearbeiten, wir könnten sie vielleicht sogar irgendwie bewältigen, loslassen, in irgendeiner Form umwandeln, dann wäre es schon mal ganz gut, dieses Problembewusstsein zu entwickeln, nur für den Moment. So, wenn ich aber irgendwie gar nicht weiß, was gerade mein Problem ist, dann ist man mit dieser Technik auch gut dabei. Und zwar kann man, und das ist jetzt unser erster Schritt, wenn ich gar nicht weiß, was gerade bei mir los ist, die Hände aufs Herz legen und die Frage nach innen stellen. Und ich frage mein Herz, was ist gerade mein allergrößtes Problem? So, ich schließe dazu die Augen. Ich nehme einen Moment der Muße und der inneren Einkehr und frage nochmal nach innen und ich frage mein Herz, was ist im Moment gerade mein allergrößtes Problem? Okay, ich habe eine Antwort bekommen. Diese Antwort behalte ich jetzt erstmal für mich. Und ich frage aber weiter, was kann ich tun, haben oder sein, um dieses Problem zu bewältigen oder zu lösen? So, also stelle ich die Frage und ich lade euch ein, direkt mitzumachen. Das Problem, was sich gerade eben bei euch gezeigt hat, was ihr vielleicht für den Moment so als so eine Art Pop-up-Nachricht bekommen habt, dieses Problem, das können wir nochmal eben nachfühlen und ich frage nochmal mein Innerstes und mein Herz, was war jetzt gerade das Problem, also mein allergrößtes Problem? Okay, und das kommt tatsächlich nochmal, also es zeigt sich nochmal oder ich fühle dahin, ich merke, um welches Problem es geht. Also habe ich mein persönliches Problem gerade definiert. Ich habe es sozusagen innerlich gehört, wahrgenommen, gefühlt, gesehen. Ich habe vielleicht auch ein Bild gesehen zu einer bestimmten Szene. So, und frage dann. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Ich schließe immer zwischendurch die Augen, weil ich mich dann auf das, was innen passiert, konzentriere. Das würde ich euch auch raten. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Um was geht's bei diesem Problem eigentlich wirklich? Und was hat das mit mir zu tun? Jetzt kriege ich wieder eine Antwort. Diese Antwort liefert mir einen Einblick an eine Seite oder auf eine Seite des Problems, das ich vorher so noch nicht wahrgenommen habe. Sinnvoll ist es jetzt auch, sich vielleicht Zwischennotizen zu machen. Wenn ihr auf diese Notizen verzichten wollt, könnt ihr das auch machen. Ihr könnt ja diese Fragen immer wieder neu stellen. Also vielleicht macht ihr euch einfach Notizen zu den Fragen, die ich stelle und stellt diese Fragen dann nochmal neu. Also nochmal, ich frage mein Innerstes, ich frage meine innere Weisheit, um was geht es bei diesem Problem gerade wirklich? Halte einen Moment inne. Und frage noch weiter, und was hat das Thema mit mir zu tun?
Und jetzt kann ich, wenn ich noch nicht die klare Antwort erfassen konnte, nochmal weiter nachhaken und mein Innerstes bitten, zum Beispiel, indem ich sage, zeig mir Bilder, lass mich da dichter ranzoomen. Und ich frage mein Innerstes, wenn ich an dieses Problem denke, zeig mir Bilder. Um was geht es bei diesem Problem eigentlich wirklich und was hat das mit mir zu tun? Zeig mir Bilder, erschließe mir, um welchen Prozess es da womöglich geht. Also um welchen inneren Prozess. Ich sag mal jetzt, es kann so eine Antwort kommen wie, ja, du musst bestimmte Dinge einfach konkreter lernen und die lernst du im echten Leben. Um jetzt mal ein bisschen Konkretes zu bringen. So, und dann frage ich, aber warum muss ich das gerade auf diese Art und Weise lernen? Jede Antwort, die jetzt kommt, könnt ihr euch kurz notieren, um dann nochmal wieder über die Notizen zu gucken und zu sagen, ist mir das jetzt schlüssig, hat sich das Problem jetzt erschlossen oder nicht? Muss ich da auf die gleiche Art und Weise, auf die gleiche Frageart und Weise nochmal nachhaken? Irgendwann, ich spule mal jetzt sozusagen in unserer Fantasie vor, kommt man an den Punkt, wo man denkt, okay, darum geht's also. Und dann merkt man das daran, dass man oft tief Luft holt, anfängt zu gähnen, tief atmet, also dass so wirklich so ein Stoßseufzer kommt. Und dann kann man sich fragen, okay, brauche ich das Problem noch? Brauche ich das noch weiter? Oder habe ich es jetzt verstanden? So, und wenn ich mich das gefragt habe und meine Antwort, meine innere Antwort war, nein, du hast es jetzt kapiert oder ja, du hast es jetzt kapiert, was kann ich jetzt tun haben oder sein, um dieses Problem zu lösen, frage ich jetzt nochmal. Treffe eine Entscheidung und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit. Kannst du mir kurz helfen, wie diese Entscheidung lauten könnte? Welche Art Entscheidung soll ich treffen? Und ich bitte mein Herz und ich bitte meine innere Weisheit, werde bitte noch konkreter, wenn es geht. Okay, und mit dieser Art von Entscheidung kann ich jetzt sagen, ich lasse das Problem jetzt los. Und ich entscheide mich jetzt dafür, dieses Problem loszulassen, soweit es heute geht, aus meiner jetzigen Sicht, bis in alle Speicherorte, wo das Problem abgespeichert war. Das Problem, also ich sag mal das Thema, unser täglicher Kampf im Leben, um es mal so pessimistisch darzustellen, ist ja irgendwo immer verortet. Also viele denken im Verstand, im Kopf, manchmal im Herzen, manchmal im Bauch, manchmal in irgendwelchen Muskeln, Sehnen, da wo eine Verspannung auftritt. Und insofern kommt nochmal die Ansage, ich lasse es aus allen Speicherorten los. Und ich entscheide mich jetzt dafür, das eben erkannte Problem lasse ich jetzt aus allen Speicherorten los. Ich lasse dieses Problem los bis in mein Herz und in alle Stellen und Orte und
Regionen, womöglich auch außerhalb meines Körpers, wo dieses Problem abgespeichert war. So, und dann machen wir zum Abschluss eine Übung, die geht dahin, dass wir uns fragen, wie fühlt sich das Problem jetzt an? Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, ist das Problem, was ich eben hatte, immer noch mein Problem? Nein, es ist tatsächlich nicht mehr mein Problem. Es ist noch etwas, mit dem ich umgehen muss und werde, aber es ist nicht mehr problematisch. Insofern danke ich mir und du darfst dir dann auch irgendwann danken, dass ich mich so schön durch diesen Prozess geführt habe und dass ich jetzt ja, diesen Prozess abschließe mit dem Gedanken an meine Selbstwirksamkeit und erfreut darüber sein kann, dass ich wiederum ein Problem gelöst habe. Eins möchte ich noch abschließend sagen, für dieses Video abschließend. Es fühlt sich jetzt etwas langatmig an. Ich denke aber, es war notwendig, damit du mehr von diesem Prozess verstehst. So, also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.